Comedians Deutschlands, man kann es ja sofort erkennen, sind alle genau hier. Aber man sagt ja so oft, die ganzen Nachrichten sind voll davon, in Deutschland herrscht ein Lachkräftemangel. In diesem Fall aber haben wir einen Mann, der ist, wenn man so will, der Kammerjäger der Comedy-Szene hier in Deutschland. Er versucht es oft mit Charme, aber mit Charme sprühen hilft nicht immer. Deswegen kann man auch ruhig mal draufhauen. Hier ist Ingo Appelt! Ein bisschen wie nach Hause kommen. Ich habe ja lange Zeit auch in Köln gelebt und gesagt, ja, Overath. Ich habe in Overath gelebt. Ich gebe es zu. Ja, ich weiß, da geht wieder Schelsig, falsche Rheinseite. Ich weiß, in Overath ist bergisches Land. Das ist für euch doch schon slawische Steppe, oder? Ich merke, wir sind hier in Mülheim. Das ist andere Rheinseite. Da will der Kölner eigentlich schon mit Slotty bezahlen. Das ist echt krass. Aber noch schlimmer ist ja Düsseldorf. Sind Düsseldorfer hier? Dieses Dreckspack, ey, leck mich doch am Arsch. Dann fährt man nicht hin, oder? Nach Düsseldorf, oder? Das ist krass, weil die saufen Altbier, diese Arschlöcher, ehrlich. Altbier, verstehst? Köln ist im Übrigen die einzige Stadt weltweit, wo du Computertastaturen kaufen kannst, wo nicht alt draufsteht, sondern Kölsch. Ich mag diese Kölner, die sind einfach sehr lustig. Ich war gestern noch im Supermarkt, da waren auch so Kölner, die haben mich schon gesehen. Guck mal da, da steht doch der Ingo Appelt, steht er da daneben. Nee, so fett ist er nicht. Kristall, der war der Erste heute Abend, der hat abgenommen, der Kalorienverräter. Früher war er immer der dicke Junge. Ich sag, Kristall, du Verräter. Ich hab gesagt, was hast du denn gemacht? Sagt er, ja, ich habe 14 Kilo verloren. Sag ich, ja, rat mal, wer die gefunden hat. Aber es ist mir egal. Es ist mir egal, ich fresse und saufe, das ist mir wurscht. Ich mache auch keinen Sport. Kennt ihr diese Fitness-Nazis? Die hasse ich wie die Pest. Die dann immer sagen, Ingo, mach mal Sport. Du bist so fett, du musst mal Sport. Ich sage, ich mache keinen Sport, du Arschloch. Ich habe noch nie Sport gemacht, ich bin jetzt Mitte 50. Ich habe noch nie Sport gemacht. Was ist das Ergebnis? Noch nie Sport gemacht und ich war noch nicht einen Tag im Krankenhaus. Nicht einen Tag. Aber meine Sportfreunde, die haben ja ein Abo im Krankenhaus. Ja, die müssen regeln. Ja, dann müssen die Achillesferse wieder zusammengetackert werden. Dann werden die Hüften erneuert. Dritter, vierter Bandscheibenvorfall. Dann waren sie beim Skifahren, einmal der Skier quer durch die Birne durch. Da brauchen sie hier eine Silberplatte, hier 12 Titannägel. Und dann kommen sie und sagen, mach mal Sport. Ich sag quasi, Modo, halt die Fresse, ich mach keinen Sport. Verstehst du? Das ist völlig bescheuert. Nee. Und diese Fitness-Nazis, die trifft man überall. Da bist du im Urlaub, war schön im Urlaub. Schön in Griechenland am Meer. Und dann haben die Barbecue gemacht, mittags am Strand, all inclusive. Da haben die schön so Burger. Ich habe gesagt, mach mal gleich 3 Fleischpatties drauf. Also so Triple Burger, ich hab's ja gerne ein bisschen üppig. Weißt du, 3 verschiedene Käsesorten, Jalapenos, Zwiebel, alles drauf, Ketchup, Mayo, Barbecue. So ein fettes Teil, weißt du, kannst du kaum in der Hand halten. Die Suppe läuft hier so runter. Man muss das so ablecken. Dann noch so ein Pina Colada in der Hand und dann liegst du da am Strand und sagst, was ist das Leben schön und wer joggt am Strand entlang? Wer joggt am, dieses, ja, der Fitness, so, demonstrativ, er will, kannst du nicht nachts joggen, dann sieht dich keiner, du Pissnelke. Ja, nee, er will ja gesehen werden, er will. Ja, zu Hause bin ich ganz lieb. Ich bin ja auch verheiratet und bin ganz lieber eigentlich. Ich bin ganz süß. Ja. Zu Hause bin ich Dienstleister. Das ist wirklich wahr. Ich bringe meiner Frau jeden Morgen das Frühstück ans Bett. Jeden Morgen. Ja, ich mache das nackt. Das Auge isst mit. Das ist wichtig. So Brötchen und der Kaffee, dann riecht die das auch schon. Dann macht die so ein Auge auf. Die sieht morgens natürlich noch aus wie ein überfahrener Maulwurf. Ja, ist ja klar. Ja. Das sag ich hier aber nicht, sondern ich sag, ach, Schatzi, du siehst jetzt schon hinreißend aus. Deine Augen funkeln wie Sterne am Firmament. Diamanten gleich funkeln sie durch die Finsternis und weisen mir den Weg direkt in dein Herz. Ich liebe dich, mein Schatz. Ich hab dir Frühstück gemacht. Lass es dir schmecken. Weißt du, Kleinigkeiten. Ne? Da kommt aber auch, was ist denn das für eine Reaktion? Die Frauen sitzen da, der lügt doch. Und die Männer alle, du machst die Preise kaputt, du Wichser, ehrlich, ey. Ja, man, ist ja wirklich so. Ich bin zu Hause diesmal, weil du musst ja gucken, dass du als Mann überhaupt noch nützlich bist. Ja, das gab doch immer diesen Witz, wozu braucht eine Frau einen Mann, weil Vibratoren nicht Rasen mähen können. Kennt ihr den noch? Früher habe ich gelacht, heute habe ich Angst. Ja, jedes Mal, wenn ich an einen Garten vorbeikomme, wo so ein Rasenmäher-Roboter seinen Dienst verrichtet, dann denke ich mir, schon wieder einer weniger von uns. Da ist ja was. Da ist ja die künstliche Intelligenz. Da ist die KI. Kennst du? Künstliche Intelligenz.
die ist in den Vibratoren eingebaut. Das ist völlig krass. Das ist, weißt du, wenn wir nicht mit den Frauen reden, dann macht das in Zukunft nur noch Siri, Alexa oder ChatGPT, ne, oder eben die Vibratoren. Die bestellst du bei ice.de. Kennst du das ice.de? Kriegt die Werbung nicht aus dem Kopf. Es rappelt im Karton, dong, 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 dong. Ist aber auch geil. Das darf nachmittags im Fernsehen laufen. Verstehst du? Leila wird verboten. Ja, aber hier ein Lustartikel für Frauen. Das kann im Kinderprogramm vertickt werden. Verstehst du? Da sitzen die Kinder da. Mama, ich hätte gern auch so einen blauen Lutscher auf dem Popo. Verstehst du? Ja, ich sag das nur, weil ich bin beleidigt, weil meine Filme laufen nachts um 2:30 hier auf Sat 1, kann man sich das ja angucken. Ja, ist doch so nackt, wenn das dann losgeht mit diesem Susi-Punkt live. Aha, Frauen in deiner Umgebung verabreden sich hier auf der Lade. Aha, dann sitzt du, komm hier rein in die Wanne, wir warten schon auf dich. Und du sitzt da, ja, meine Frau sitzt neben mir, die guckt mir, sagt, mach dich das an. Nee, das ist total peinlich. Das ist total peinlich. Im geilsten. Am geilsten finde ich immer dieses Fremdgehen 69. Habt ihr das schon mal gesehen, wo die Frau vor dem Spiegel steht? Fremdgehen 69 und schmeißt die Brüste. Und wo du denkst, wo schmeißt die Titten hin? Baut die sich einen Rucksack oder was soll das denn werden? Nee, mir ist das unangenehm. Aber wie gesagt, den Frauen ist das nicht peinlich. Das ist so geil. Nee, wie bei uns, ja, die bestellen das. Da kommt das von ice.de, kommt das nach Hause. Das ist so groß erstmal, wo du denkst, das ist doch schon nicht realistisch. Ne? Und dann ist die KI eingebaut, die stellt dann auf, dann wischt das erstmal nass durch, ja, dann rollt das Ding in den Garten, ne, trimmt die Rasenkante, guckt im Kühlschrank nach, ob genug Bier da ist, bestellt automatisch im Internet nach, die kann alle, das Ding ranzt sich an die Frau noch so ran als Lustartikel, ne, dimmt das Licht runter, was ist das? Und sie, oh, das ist aber ein schönes Licht, und er so, er kann ja sprechen, sagt, hallo, mein Name ist Ficky Feuchtmann, wie kann ich es dir besorgen? Lach nicht so blöd, es ist an. Die drehen sich, die bewegen sich. Die haben mehrere Ausstülpungen, das hat meiner alles überhaupt nicht. Das kann, ja, die haben einen Leuchtstreifen, den kannst du bei einer Autopanne rausstellen. Das ist doch unlauterer Wettbewerb, ist das. Die brummen ja auch nicht nur einfach, dass sie auch so, ne, machen die nicht. Die haben Brummprogramme, die stellst du ein, dann geht das los. Ja, die Mädels sitzen schon. Hör auf, wir kommen gleich. Ja, man ist doch. Hammer. Meine Frau hat auch so ein Ding. Ja, hat sie auf dem Nachttisch liegen lassen. Nachts war ich alleine zu Hause. Ging das Ding los. Mitten in der Nacht. Bin ich rangegangen und gesagt: Hallo, wer ist denn da? Gedacht, ist das ein neuer iPhone, verstehst du? Ne, sprich mich aber, wer ist denn da? Mein Name ist Ficky Feuchtmann 2000. Ich hab das Ding in die Ecke gekloppt, bin in die Küche gegangen und hab meiner Frau Frühstück vorbereitet. Aber nackt, das Auge ist mit. In diesem Sinne, schönen Abend noch, danke schön, danke Köln! Vielen Dank! Hallo, Daniel hier. Ihr wollt noch mehr von unseren besten Comedians in Deutschland? Dann müsst ihr jetzt hier oder hier auf die Playlist drücken. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt so oder so? Also drückt doch einfach. Dann seht ihr unsere Playlist und habt Spaß, Spaß und Spaß. Also ich drück hier.